Ja, hallo Elektronikfreunde, hier mal wieder ein Update zum Thema 3D-Drucker. Ja, folgendes, man sieht jetzt hier so ein bisschen, wie ich normalerweise hier ja, mit dem 3D-Drucker umgehe. Das heißt, so ein bisschen schütze, damit die Wärme jetzt praktisch drin bleibt, wenn man jetzt druckt. Das ist alles sehr unschön. Man sieht hier oben, ich habe hier so eine Plexiglasscheibe an der Seite, irgendwelche Sperrholzplatten. Und so weiter, und das muss sich einfach ändern. Das macht keinen Spaß. Man sieht, ich habe jetzt hier schon ein paar Sachen abgemacht, weil ich einfach den Drucker in eine Haube stellen will, sozusagen, die ich auch schon gebaut habe. Und was ich auch noch gemacht habe, das sieht man hier unten vielleicht schon. Ich hatte ja vorher so eine komische grüne Platte, da habe ich jetzt eine neue Platte genommen, weil die grüne Platte zum Teil zu schmal war. Beziehungsweise auch zu lang. Also nach vorne ging das hier über diesen Tisch, hier über die Werkbank sozusagen rüber. Das war ein bisschen doof, sodass ich jetzt hier eine neue Platte habe. Die ist 50x50 groß. Und jetzt bekommt der Drucker eine Haube zum einen. Und zum anderen, was total nervig war oder ist, ist, dass hier an der Seite dahinter die Elektronik ist. Ja, mit der Motorsteuerung natürlich und so weiter und auch mit dem SD-Karten-Slot. Und das ist total nervig. Ich habe also mal von der Seite da reingegriffen und so und dann den Drucker gestartet. Ich möchte das alles hier vorne platzieren, also hier, wo das Display gerade liegt. Das kommt auch noch, das ist auch noch eine nervige Sache mit dem Display. Das werde ich auch noch mal ein bisschen festmachen, sodass ich jetzt den Drucker hier sozusagen ein bisschen umgestalte. Als erstes will ich mal kurz zeigen, wie das neue Gehäuse sozusagen aussieht, also diese Haube. Und dann geht es weiter hier mit der Elektronik auf der linken Seite. Da zeige ich auch mal, wie weit ich jetzt gekommen bin, was ich da bis jetzt schon gemacht habe. Dafür nehme ich jetzt erstmal ganz kurz hier diese Sachen alle weg. Man sieht auch, ich habe hier das Filament hier immer oben irgendwie gelagert. Das ist natürlich auch alles nicht sehr schön. Und ja, jetzt muss sozusagen mal was Festes her. Jetzt nehme ich das erstmal alles weg und zeige mal kurz die Haube, die dann rüberkommt. So, ich setze erstmal die Haube hier auf, sozusagen. So. Das ist natürlich nicht fertig bis jetzt, aber es ist einfach schon mal so, dass es gut passt. Da hinten geht da sozusagen die Führung rein. Und dann sollte es eigentlich ganz gut passen. So sieht es jetzt also aus. Und zwar habe ich hier solche Aluschienen genommen. Die kriegt man im Bauhaus, im Baumarkt. Habe hier solche Ecken gedruckt, dass sie alle miteinander verbunden werden. Und dann habe ich hier an der Seite jeweils noch oben und unten praktisch Plexiglas reingesetzt. 50x50, alles groß. Und so passt es eigentlich ganz gut. Sieht auch sehr gut aus, ist auch sehr hell, sodass man was sieht. Ja, und jetzt will ich mal kurz zeigen, was ich hier auf der linken Seite mit diesem Mainboard schon gemacht habe. Dazu nehme ich die Haube nochmal ab und drehe den Drucker hier mal zur Seite. So, ich drehe den mal hier zur Seite. Jetzt Kabel brauche ich natürlich jetzt im Moment auch nicht. Ich habe jetzt mal raus. So sieht es aus. Hier. Ja, ich gehe mal ein bisschen näher ran vielleicht. Also man sieht jetzt hier dieses Hauptboard. Und was man jetzt auch sieht, ich habe hier so eine Art, ja, eine Kabelbaum geschaffen. Dieses Hauptboard, dieses Mainboard, das kommt hier nach vorne. Hier. Das schraube ich hier an. Mit Abstandsbolzen natürlich, und dann kommt da auch irgendwo das Display noch rauf. Da werde ich auch einen Teil drucken irgendwie, denke ich mal. Und den Kabelbaum kann ich dann da anschließen. Bei dem Kabelbaum, ich weiß nicht, ob man das hier sieht, dazu gehe ich mal kurz etwas näher ran. Moment. Man sieht es jetzt hier am Kabelbaum, ich musste also hier verlängern. Die Leitungen, die waren bei fast allen Motoren, glaube ich, zu kurz. Auch bei den Schaltern, hier sind hier die Verlängerungen von den Lagen-Endschaltern, die musste ich verlängern, und ich werde auch sicherlich für andere auch noch verlängern. Das ist also das, was ich gemacht habe bis jetzt. Und jetzt werde ich erstmal diese Hauptplatine dort vorne praktisch hier an der Stelle festschrauben mit Abstand,
zum Holz und ja, dann sozusagen diesen Kabelbaum da anschließen, beziehungsweise eben die anderen Leitung nochmal gegebenenfalls verlängern. So, zum Anschrauben hier habe ich einfach diese Schrauben hier gefunden bei mir im Fach und nehme hier zwei so eine Abstandsröhrchen, die kommen jetzt sozusagen drunter. Da habe ich auch nochmal eine, also hier an der Schraube, vielleicht hat man es jetzt nicht gesehen, ist so eine Kunststoffscheibe noch drunter. Auf der Rückseite dann die Abstandsröhrchen und dann schraube ich das hier so fest. So, zuerst schraube ich die hier so einigermaßen rein. Dann kommt natürlich hier auf der anderen Seite die andere, sodass man sieht, dass es schon einigermaßen in der Position ist und hält. Jetzt gucken wir hier die kleine Bohrung. Ich habe ein bisschen vorgebohrt, dass man da nicht blind sozusagen da das reinschrauben muss. So, dann wenn ich jetzt auf die anderen beiden auch noch ranmache und festschraube, dann ist die also hier fest. Ich habe auch den Slot jetzt nach vorne, hier den SD-Karten-Slot. Vielleicht noch eine andere Sache dazu. Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen. Ich habe es nicht geschafft, mit der Marlin-Software diesen Slot zu aktivieren. Das habe ich, ich weiß nicht warum. Ich habe da alles Mögliche probiert. Ich weiß es nicht. Also funktioniert nicht. Erkennt die Karte hier nicht. Nur hier. Das heißt, ich muss hier diesen Slot nehmen. Deswegen auch die Sache, dass ich das alles nach vorne setze. Gut, jetzt schraube ich erstmal an und dann geht es weiter mit dem Kabelbaum. So, man sieht jetzt, festgeschraubt ist es. Ich habe hier die Spannungsversorgung vorhin auch schon angeschlossen und jetzt werde ich mal diesen Kabelbaum für die Motoren einfach anschließen. Man sieht, ich habe das schon ein bisschen vorgeformt und man muss natürlich jetzt darauf achten, was da drauf steht. Extrudermotor kommt dann dahin und so weiter. Da ist eigentlich dann keine Verwechslung hier auch mehr möglich. Man sieht also, die Abstände hier sind eigentlich genau richtig. Ich werde das eventuell hier nochmal irgendwie unten fixieren. Und das gleiche gilt für die Taster, die habe ich auch schon mal vorgesehen. Die musste ich natürlich auch verlängern, die Leitung, und habe es auch gleich farblich unterschieden. Das heißt, ich muss mal gucken, rot ist, glaube ich, der X-Taster, genau, und so weiter. Also so schließe ich das dann praktisch an. Ist egal, ist mir abgegangen hier, naja, macht nichts. Ich das hier erstmal einsetzen nochmal, erstmal abmachen. Huch. X ist der rote, dann der grüne ist Y, so wie ich das jetzt sehe, ja, Y, und Z ist dann der weiße. So passt das, denke ich mal, ganz gut, und es sieht vor allem auch, wenn ich jetzt mal hier weiter nach links gehe, sieht das schon mal vernünftiger aus, ist eigentlich ganz gut so verlegt. Es ist jetzt noch nicht hundertprozentig irgendwie so, aber schon mal besser als vorher. Da war so ein richtiges Knäuel an Leitung und das wollte ich einfach da irgendwie reduzieren. So, die nächste Leitung, die hier noch gut passt, ist das vom Hotend. Die kommt da rein. Und welche Leitungen jetzt nicht von der Länge her mehr passen, die muss ich also verlängern. Das ist einmal das Heizbett an sich. Das sind die beiden hier. Dann die beiden Lüfter, die da dran sind, und die Temperatursensoren. Also die sind jetzt hier einfach zu kurz. Das würde hier sehr stark so gezogen. Ich will es also hier unten verlegen. Ich werde also alle Leitungen hier verlängern. So, ich möchte mal zeigen, wie ich hier so eine Leitung hier in dem Fall vom Heizbett verlängere. Zuerst habe ich hier ein Stück abgeschnitten, also nicht zu kurz. Es sind hier irgendwie ein paar Zentimeter. 7 cm oder so. Dann braucht man Schrumpfschlauch. Und was man natürlich noch braucht, ist eine entsprechend dicke Leitung dazu, die dazu passt. Hier in Schwarz. Ich habe leider keine rote, deswegen nehme ich hier Orange. Und als erstes will ich mal hier auf dieser Seite, also das ist ja hier vom Drucker ausgehend, abisolieren.
jeweils und auch natürlich den die orange Seite jetzt hier oder den oder die schwarze hier ebenfalls abisolieren. Ja, und als nächstes nicht vergessen, Schrumpfschlauch rüber. Man will ja nicht, dass dann ein Kurzschluss entsteht, wenn man da das wieder zusammenbaut. Außerdem soll es einigermaßen gut aussehen. Und jetzt werden beide Enden erstmal vorverzinnt. So, ich hoffe, das sieht man, denn ich kann hier das Kabel kaum gut halten. Also ich verzinne jetzt vor. Einmal das rote hier. Kann ruhig ein bisschen mehr rauf. Vielleicht als normal. Dann das schwarze. Oh, meine Hand war gerade da im Weg. Ich mache es hier bei den anderen beiden auch nochmal. Ich hoffe, dass man es denn sieht. Hier ist ein bisschen zu wenig abisoliert. Dann werde ich nochmal ein bisschen mehr wegnehmen. So in etwa. Dann hat man nachher gut auf beiden eine gute Auflagefläche. So. Und bei dem schwarzen genauso. Moment, da ist mir gerade der Schrumpfschlauch weggefallen, rausgefallen. Also den nochmal reinsetzen. Und hier auch nochmal verzinnen. Das reicht. Wichtig dabei der Sache ist, das wird hier auch heiß, der Kunststoff, die Isolierung. Und wenn man jetzt den Schrumpfschlauch zu dicht hier dran hat, dann fängt er an schon sich hier zu schrumpfen. Also deswegen den irgendwie mal ein bisschen wegnehmen erstmal. So, und jetzt müssen die beiden Sachen zusammengefügt werden. Das Doofe ist, ich kann das hier nicht halten. Ich muss also mir irgendeine Hilfsvorrichtung hier hinstellen. Ich muss mal gucken, was ich da habe. Ja, ich habe hier eine Kabeltrommel jetzt gefunden. Die nehme ich einfach von der schwarzen Leitung hier nochmal ein bisschen mehr rauf, dass nachher auf jeden Fall das gut verlötet wird. Und also ich habe das hier mit Crepe festgemacht, diese rote Leitung. Und jetzt nehme ich aber hier die orange, Schrumpfschlauch ist drauf und verbinde die miteinander. Es dauert ein bisschen, weil das ja doch sehr dick ist und sehr viel Kupfer dahinter ist. Und jetzt kann man hier den Schrumpfschlauch, wenn es einigermaßen abgekühlt ist, rüberziehen und dann mit dem Heißluftföhn einfach schrumpfen. So, mit der schwarzen Leitung mache ich das genauso. Und zwar habe ich hier gesehen, muss ein bisschen mehr Zinn noch rauf. So in etwa, und jetzt kann ich das hier zusammen verlöten. Gut. Das sollte eigentlich sein. Mal nochmal kontrollieren, dass es gut verlaufen ist, in alle Richtungen sozusagen. Und dann kann auch hier der Schrumpfschlauch rüber und mit dem Heißluftföhn geschrumpft werden. So, die Frage stellt sich natürlich, wie lang muss jetzt diese Leitung hier sein, die ich hier gerade angelötet habe. Dazu habe ich hier mal die schwarze Leitung hier schon mal reingeschraubt. Also hier irgendwo muss das dann angelötet werden und ich möchte das ja hier möglichst in diesem Kabelbaum irgendwie mit verlegen, und deswegen mache ich das einfach so, sag ich mal Pi mal Daumen, so in etwa, wo sie hingelegt werden muss, und hier muss er angelötet werden, also das Stück ein bisschen mehr vielleicht, dass man noch ein bisschen Luft hier hat. Also hier ungefähr an der Stelle werde ich jetzt diese neue Leitung, das ist ja hier mit dem Schrumpfschlauch, abschneiden, und bei der roten bzw. orangen
die ist ja genauso lang, eigentlich genau an der gleichen Stelle, dass ich immer parallel führen, und dann kann man das hier einfach abschneiden, so dass ich jetzt im Prinzip hier ganz locker und ganz gut eigentlich die Leitung hier verlegen kann, beziehungsweise natürlich hier gleiche Prozedur, verzinnen, also abisolieren, verzinnen, zusammenlöten, Schrumpfschlauch rüber, und dann ist das eigentlich erledigt. Und das mache ich jetzt auch mit den anderen Leitungen, die jetzt hier noch sind, nämlich den Temperatursensoren und auch den Lüfterleitungen. So sieht jetzt das Ergebnis aus. Ich habe also alle Leitungen, die jetzt, wo es notwendig war, verlängert. Habe die hier mit Kabelbindern zusammengebunden. Und hier habe ich sie auf der linken Seite, ich gehe mal hier kurz rüber, mit so einer Schelle zusammengefügt. Das werde ich wahrscheinlich nochmal ändern. Hier werde ich also ein 3D-Druckteil mir entwerfen und dann ausdrucken. Das sieht ein bisschen komisch aus. Ich hatte aber jetzt nichts anderes da, sodass es hier zusammengefügt wird. Und hier auf der linken Seite, gut, da sieht es nach wie vor ein bisschen kröselig aus, aber das ist mir egal. Wichtig war für mich, dass zum einen das hier vorne einigermaßen ordentlich ist und dass ich hier, wie gesagt, vorne an die SD-Karte so rankomme. Was ich auch noch machen werde oder ändern werde, ich habe hier dieses Display, und am Display sind ja diese Flachbandleitungen dran, die 10-poligen, und ich möchte eigentlich das Display, ich zeige das mal ganz kurz, hier so schräg irgendwie, also hier ist ja vorne, also hier sozusagen ist ja die Bedienung, hier irgendwie so schräg anbringen. Dazu werde ich natürlich auch ein 3D-Druckteil mir irgendwie bauen. Allerdings sind die Leitungen hier viel zu lang. Also das ist ja hier nur so ein kurzes Stück. Ich werde also die Leitung hier auch kürzen. Und dann kommt das Display da ran. Und dann kommt noch ein 3D-Druckteil da drauf. Und dann sollte das eigentlich ganz gut zu bedienen sein. Ja, zum Schluss werde ich den Drucker natürlich jetzt erstmal nochmal in die richtige Position bringen, dass man den von vorne sieht und diese Haube aufsetzen, sodass man gleich nochmal sieht, wie das dann insgesamt aussieht. So sieht es jetzt von vorne aus. Ich komme also hier gut ran. Und jetzt kommt erstmal noch diese Haube rauf. Die werde ich hier mal nehmen. Und dann setze ich die hier mal rauf. Bei dem Filament muss ich noch gucken, wo ich das platziere. Irgendwo oberhalb. Und das bloß gut einrasten jetzt auf allen Seiten. Dazu muss ich das Filament hier nochmal kurz nach vorne nehmen. So. Passt das gerade nicht. So. Und hinten muss es gut einrasten. Na, das macht es auch nicht. Wieso nicht? Jetzt. So, jetzt versuche ich noch mal ein bisschen nach hinten zu gehen mit der Kamera. So, hier sieht man noch mal diesen Kasten hier, wie gesagt. Und Drucker ist drin. Er ist auch angeschraubt. Ich habe also hier hinten wiederum diese gelben Befestigungssachen daran gemacht. Hier ist die Verkabelung und hier vorne auch die Befestigung, wobei diese mir kaputt gegangen ist. Die muss ich nochmal neu drucken, aber das waren eigentlich so die ersten Teile, die ich gedruckt habe. Das muss ich jetzt nochmal neu machen. Und dann eben jetzt hier das Board. Das Filament kommt auch noch woanders hin, das werde ich noch kurz wegnehmen. Das stört hier nur. Und was ich auch noch machen muss, ist hier auf der rechten Seite in das Plexiglas noch einen Ausschnitt rein, sägen oder wie auch immer, damit ich da den Netzanschluss rankriege. Ne? Im Moment geht es nicht, beziehungsweise ist es ein bisschen zu knapp. Ich werde also dann einen Ausschnitt machen, damit ich da mit dem Netzkabel rankomme. Aber ansonsten gefällt es mir erstmal so ganz gut. Es ist hell, es wird von allen Seiten beleuchtet. Ich habe übrigens hier eine blaue Rückwand unbeabsichtigt, weil ich einfach keine andere hatte. Die habe ich eingesetzt, passt ganz gut. Und es gibt noch andere Dinge, die ich noch machen muss. Jetzt danach, ich muss zum einen hier mich um die Belüftung noch mal kümmern. Man sieht, ich habe hier so ein Draht dran, das hält alles irgendwie nicht wirklich. Es passt auch nicht ganz, also das ist irgendwie doof. Und ich muss natürlich das Bett neu leveln, weil ich habe das ganze Ding jetzt bewegt.
Ja, und dann werde ich den ersten Testlauf mal machen nochmal. Jetzt nach diesem kleinen Umbau sollte eigentlich dann auch gut funktionieren nach dem Leveling. Ja, das war es erstmal. Und beim nächsten Mal zeige ich vielleicht nochmal andere Dinge. Zum Beispiel hier mit dem 3D-Druckteil für das Display. Das fehlt ja im Moment auch noch. Das will ich ja hier, wie gesagt, hier vorne so ranbringen, dass ich das sozusagen bedienen kann. Und ja, das mache ich beim nächsten Video. Ja, das war es mal wieder. Ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.